Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play Teil von Die Geheimnisse der Spiderwigs. Unsere Aufgabe war es. Oh, was hören wir denn hier? Was hören wir denn hier? Unsere Aufgabe war es, ein Vogelhäuschen zu finden im Gartenschuppen. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Dö, wo ist der Schuppen? Ich habe mich am Anfang mal nicht wirklich getraut, hier rund. Verschlossen! Ich habe mich am Anfang mal nicht getraut, hier über den Kreis zu gehen, weil ich ja den Film schon gesehen hatte. Und naja, ihr werdet später noch sehen. Hier ist der Holzschuppen. Hier an der Seite zu. Auch zu. Oh, was haben wir denn hier? Eine Metallkugel mit. Jared kann Metallkugeln mit seiner Schleuder verwenden. Oder Jared kann. Nochmal. Jared kann Metallkugeln mit seiner Schleuder verwenden. Drücke Q, um im Schleudermodus die Metallkugel auszuwählen. Alles klar. Die Kugeln sind begrenzt. Was ist das mal für ein Geräusch? Beziehungsweise limitiert. Oh, was haben wir denn hier hinten? Simon kann schwierige Waldgeister anlocken, indem er ihnen Anderweltfrüchte zuwirft. Drücke Q, um im Distanzmodus als Simon die Anderweltfrucht auszuwählen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal in die kleine Hütte. Jo, gut. Sind wir jetzt mal hier drin. Ich schätze mal, das ist das Vogelhäuschen drin. Zack. Oh, paar neue Kugeln. Was ist da denn los? Oh. Oh. Klebeband. Oh, Früchte. Wo ist das verdammte Vogelhäuschen? Oder ist das ja gar nicht der Schuppen? Na, jedenfalls haben wir schon mal. Wissen wir schon mal, wo die ganzen Sachen liegen, falls wir die später brauchen. Eine Lichterkette und so weiter. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Wo ist der Schuppen? Simon, irgendwas ist hier los. Ich habe dieses Buch ge. Hast du Mr. Tibbs gesehen? Ich kann ihn nicht finden. Simon, hör mir zu. Jared, würdest du mich in Ruhe lassen? Tja, der Wichser will nicht zuhören. Das wird er bestimmt später noch bereuen. Ich weiß ja, dass er irgendwo so ein Versteck war. Irgendwo war das doch. Naja, gut, finden wir spät. Oh. Guck mal, immer wenn er so zur Seite guckt, müssen wir darauf achten. Dann weiß man, dass da ein Gegenstand liegt. Guckt, zack. Simon kann Koboldsteine werfen, die ein Klopfer sogar noch wirkungsvoller machen könnte. Klopfer erfahrt ihr später noch. Aufgabe freigeschaltet. Der Klopfer. Such nach Höhlenklopfern. Ich habe keine Ahnung, was Höhlenklopfer sind. Ich habe schon wieder vergessen. Und ich habe immer noch dieses komische Vieh. Ah, da ist die Gartenhütte. Wunderbar. Ja. Ja. Mehr Kugeln. Das wäre ein perfektes Haus für das Wichtelmännchen. So sieht's aus. Ein komplettes Vogelhäuschen in die Tasche gesteckt. Ach, hier genau. Hier vorne können wir dahinter gehen. Da hinten ist meine Schwester. Wo kann man jetzt dahin? Ach, naja, ist auch egal. Meine Schwester, die, wenn ich die eh anspreche, sagt die eh, ist abhauen. Also von daher gehe ich erstmal rein. Gucke nach dem Vogelhäuschen, wo ich das hinstellen soll. Im Spiel wird automatisch gespeichert, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und jo. Fahren wir jetzt mal und gucken, was die Aufgabe ist. Vielleicht müssen wir noch irgendwas holen, dann nicht, dass ich da umsonst hocheier. Zum Schreibtisch zurückkehren. Gut, auf geht's. Zusammen mit dem Vogelhäuschen passe ich nicht hinein. Es muss noch einen anderen Weg hineingeben. Da kann ich mich auch noch erinnern, wo das war. Da er da mit dem Vogelhäuschen nicht reinpasst. Man sieht ja, wie er es schwer durch die Gegend trägt. Und, genau. Gehen wir erstmal hoch. Mann, ich bin immer so gewöhnt zu springen, wenn der Leiter da ist. So, hier. Was können wir hier. Ach, schon wieder falsch. Das gibt's ja gar nicht. So. Ihr müsst immer mitdenken, ein bisschen bei dem Spiel. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber naja. Ich brauche etwas Stabileres als einen Besenstiel. Oh, sein Ernst? Das gibt's ja jetzt nicht. Wie viele Aufgaben gibt er mir hier denn?
Schlägersuchung. Geheime Bibliothek. Ah. Gut, müssen wir nochmal hier vorne runter und zur Mutter. Zur Mutter gehen. Zur Mama. Da ist er ja, der Baseballschläger. Genau das brauche ich. Den guten. Damit hauen wir doch alles klein. Kurz und klein. So. Hoch wieder. Und die Regale jetzt kaputt prügeln. Peng. Peng. Uiuiui. Geschafft. Vogelhäuschen auf dem Schreibtisch platzieren. Hoffentlich entschädigt das für die Wohnung, die ich im Speiseaufzug zerstört habe. Oh oh. Lockt den Irrwicht an. Das weiß ich jetzt schon, wie es, glaube ich, funktioniert. Ich gucke lieber nochmal nach. Cracker holen. Mit etwas Honig. Na, da wissen wir doch schon. Hat er doch vorhin gesagt. Ich habe noch keinen Hunger. Hier lang. So, die Cracker waren im Zimmer. Und der Honig stand in der Küche. Das weiß ich auch noch. Simon wird nicht merken, dass einer fehlt. Das merkt der Idiot nicht. Jared mag ich eigentlich, mochte ich schon immer früher auch viel lieber. Simon war mal so zurückhaltend und Jared immer so der Draufgänger. Der Boss. Honig benutzen. So. Das schmeckt wunderbar auf einem Cracker. Auf geht's wieder nach oben und den Cracker mit Honig platzieren. Da kann er einfach nicht widerstehen, der Gutste. So, mit dem Basie hier in der Hand, dem Baseballschläger. So. Und platzieren. Gestohlen! Ah, du dummer Junge! Tut mir leid, tut mir leid. Shh. Muss das Buch beschützen, vor dem Oger in Sicherheit bringen. Da war eine Notiz auf dem Umschlag. Kannst du nicht lesen? Oger, wovon redest du? Moment, vielleicht wird dich das hier freuen. Ich sollte nicht. Ich sollte wirklich nicht. Darauf falle ich nicht rein. Ja, 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 das schmeckt ja so gut. Wow. Thimble Tech mag sein neues Haus sehr, aber um das zu sagen, kam er nicht her. Was soll das alles mit diesem Oger? Molgarat und seine Kobolde werden nicht ruhen und für das Handbuch dir Böses antun. Kobolde? Was redest du da bloß? Thimbletack wird dir helfen zu sehen. Es gibt noch so viel mehr zu verstehen. Ja, er spricht in Reimen. Und das ist Thimbletack. Den finde ich ziemlich cool. Den spielt man später auch nochmal, wenn man den nicht sogar jetzt spielt. Oh, wir spielen ihn jetzt. Wenn man vom Teufel spricht. Ach, genau. Man kann... Ah, das ist sehr cool. Genau. Die Dekorationen sind sehr schön. Nur würde ich noch mehr gern sehen. Ja, man muss, man kann später so Easter Eggs nicht, Teile finden, um seine Wohnung hier zu verschönern. Das ist ziemlich cool. So. Gehen wir mal hier lang. Diese Pfeile symbolisieren den Weg. Oh nein, der Weg führt in die Irre mich. So finde ich den Stein wohl nicht. Renne an einer Kante vorwärts, um automatisch zu springen. Du kannst steuern, während du dich in der Luft befindest. Also renn und spring automatisch. So einfach. Gut, da hinten ist ein Kakerlaken, da weiß ich noch ganz genau, die muss man immer mit einer Nadel. Eine Trophäe für mein Haus. Genau. Stelle ich noch mehr dort aus. Man muss die immer zerquetschen und dann. Ja, das kenne ich doch alles schon. Eile! Mit Weile! Was haben wir denn hier? Oh. So, jetzt zerquetschen wir nochmal die restlichen Kakerlaken. Einfach, oh. Anderweltfrucht, ein toller Fund. Ein kleiner Biss und ich bin wieder gesund. Zack, zack, also falls wir irgendwo runterfallen oder Schaden erleiden. Eine Anderweltfrucht. Regelt einfach alles. Ich darf nicht ruhen. Oh, das... Dünn, dünn, dünn.
Ah, weiß noch ganz genau über dieses Geräusch. Da oben diese drei Blätter symbolisieren das Leben von einem. Wollte ich nur mal sagen, das wird später noch mehr oder beziehungsweise weniger. Und so, hier am Rohr entlang. Zack. Kakerlake. Nein, Kakerlaken müssen wir immer zerhauen. Kriegt man Trophäen für. Und wie geplant, wieder auf festem Land. Hört sich ja nicht gut an. Oh. Zack. Ja. So, kaputt, das Vieh. Kaputt. Jawohl, nächstes kaputt. Zack. 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 Ein Schock ist nicht schön. Das muss ich umgehen. Ich springe einfach lang, ist mir egal. Das Ding trifft mich eh nicht. Und was habe ich gesagt? Der Stein! Da liegt er nun und lacht mich an. Ich komme nicht an ihn heran. Wie krieg ich, oh Graus, das Ding da nur raus? Wie nur? Oh, das weiß ich jetzt ja nicht. Immer noch ein Kakerlake? Nope. Und zack. Ja. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Das Ding, es rollt einfach weiter genau den Weg entlang. Und runter geht's. Oh, okay. Zack. Wo ist die Kakerlake? Pack dich. Wo ist die andere Echse? Pack dich. Ah. Wo bist du? Ach da. Keine Ahnung, ist auch jetzt egal. Muss sie finden! Muss sie finden! Passt schon. Wie hoch das kleine Vieh springen kann. Peng. Wie geht das? Ist überhaupt kein Glitch. Nein, 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 nein. Nächste. Warum? Egal, vielleicht ist hier unten noch was. Oh, siehst du? Jetzt. So sieht's aus. Ah, oh, den ganzen Weg nochmal. Egal, das geht schnell. So, dann ist das erste, das zweite Let's Play auch schon wieder vorbei. Gut, ich freue mich auf das dritte Let's Play mit euch und alles klar, wie immer. Danke fürs Gucken und viel Spaß noch.